Ja, den Adventsengel, den besucht heute Mika Springwald. Er ist Sozialarbeiter im Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Osnabrück. Mika, schön, dass du da bist. Und wir sprechen ja schon ganz, ganz viel auch in den vorherigen Beispielen darüber, wie es Menschen derzeit geht, dass die Belastung durch die verschiedenen Krisen, die wir gerade durchleben, immer höher wird. Kannst du uns ein Beispiel nennen, was und wer zu dir kommt und mit welchen Problemen vor allen Dingen? Wir haben immer wieder Familien, wo ein Elternteil versucht, in die Arbeit zu kommen, in der Arbeit auch sich dann eine Zeit lang wiederfindet und Arbeit hat, aber nach kurzer Zeit Erkrankung, Vorerkrankung wieder auftauchen und die Familien dann oder die Person dann merkt, ich kann in dem Arbeitsbereich nicht tätig sein. Die kommen zu uns, um mit uns zu besprechen, wie dann die finanzielle Lage stattfinden kann. Wir gucken dann natürlich in der Beratung, dass weiterhin Sozialleistungen tätig werden oder greifen, eben sonst Arbeitslosengeld II, zukünftig Bürgergeld, und versuchen dann mit denen die Anträge wieder zu stellen, neu zu stellen, Formulare auszufüllen und die ganzen Anhänge zu beschaffen, die für den Antrag wichtig sind. Und versuchen dann aber auch zu klären, wie eine langfristige Stabilisierung stattfinden kann im Du hattest gerade einen sehr Gesundheitsbereich. konkreten Fall von einer Frau, die, glaube ich, in einen Unfall verwickelt war und die ja eigentlich unverschuldet in eine solche Situation hineingeraten ist. Genau, dort, weil sie auch noch nicht lange gearbeitet hat, war auch nicht möglich, lange Zeit irgendwelche Gelder zu bekommen über Arbeitslosengeld 1 oder sowas, sondern da war eine Zeit lang Krankengeld. Krankengeld läuft auch irgendwann aus und dann ist sie im Arbeitslosengeld 2-Sektor und dort muss dann halt mit denen wieder die kompletten Anträge gemacht werden. Automatisch immer Zeitverzüger reinkommen, weil verschiedene Leistungsträger auch unterschiedliche Das wollte Zahlungsdaten ich gerade haben. sagen. Die haben also wahrscheinlich auch immer so Phasen, wo der eine Zahlungsträger zuständig ist, dann der andere. Und Genau, und dort kommen darunter leiden Lücken. wahrscheinlich auch die Menschen, ne? Genau, dort kommen große Lücken, also von 4 Wochen, weil die einen am Anfang des Monats zahlen und die anderen am Ende des Monats. Und dann gibt es eine Lücke von 4 Wochen, die dann geguckt werden muss, wie sie quasi überbrückt werden kann. Weil Miete, Lebensmittelausgaben, Bekleidungsausgaben laufen auch in den 4 Wochen weiter. Mika, was bedeutet das denn überhaupt, wenn du sagst, es gibt da rechtliche Lücken und es gibt Zahlungslücken? Wie agiert ihr in dem Fall? An manchen Stellen ist es tatsächlich gar nicht möglich, die Lücke zu schließen, weil es einfach behördliche Handlungsanweisungen gibt, die Behörden gerne anders darlegen würden, aber nicht können. Und dann versuchen wir mit unseren Vorgeldern, die wir über Spendengelder haben, zu gucken, wo ist eine Lücke quasi kurzfristig durch eine Einmalzahlung zu schließen. Was sagst du den Menschen, die dann so zu dir kommen? Weil die sind ja in einer verzweifelten Situation, weil sie ja zwar aus der rechtlichen Sicht heraus richtig versorgt werden, aber sie dann trotzdem in diese finanzielle Notlage und die Schieflage kommen. Also wie soll man sagen, also es ist ja tatsächlich, der Spürbare ist tatsächlich dann auch das Geld. Also zu sagen, ich kann eine Einmalzahlung leisten, für die 4 Wochen ist, sind die Lebensmittel gesichert. Auch wenn wir keine dauerhafte Lösung dadurch haben, natürlich dann greifen irgendwann die Sozialleistungen, aber ich kann eine Erleichterung bieten. Wird das gefühlt mehr, diese Ja, Fälle? aufgrund der Preissteigerung. Und sind wir da, dass da Leute immer noch sagen, wir konnten überbrücken, wir können durch knappe oder durch weniger Essen oder durch bessere Aufteilung der Lebensmittel längere Zeit überbrücken. Aber dadurch, dass die Preise gestiegen sind, ist das nicht mehr so möglich, dass man mit weniger Geld viel machen kann. Dankeschön, Mika, dass du hier bist. Tja, meine Damen und Herren, Sie haben gehört und gesehen, was Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Beratungsstellen leisten, dass sie auch dafür sorgen, in rechtlichen Schieflagen sich einzusetzen, dass Geld zur Verfügung gestellt wird für Familien in Notlagen. Also helfen Sie uns weiterhin, spenden Sie für den Adventsengel.